Hallo Freunde, ich bin Michael und ich freue mich, euch auf meinem Kanal mit Schuh und Paddel begrüßen zu dürfen. Es wäre nett, wenn ihr meine Arbeit unterstützt und kostenlos diesen Kanal abonniert. Heute zeige ich euch eine viertägige Kanutour in das Havel-Quellgebiet, die ich und meine Schwester ohne viel Planung im September 2020 gemacht haben. Bleibt dran, gleich geht es los. Diese Kanutour war so kurzfristig angesetzt, dass ich nicht einmal mehr Zeit hatte, mein eigenes Kanu, die gute Ellie, mitzunehmen. Am Samstag kam die erste Idee auf und schon am Montag machten wir uns dann quasi völlig unvorbereitet auf den Weg zu Paddel Paul, einem Kanuverleih direkt am Lappinsee. Einen Link zur Internetseite von Paddel Paul findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir folgten einem der Tourenvorschläge und wollten die viertägige Kanutour in das Havel-Quellgebiet paddeln. Am Kanuverleih angekommen, ging alles recht schnell, da wir unsere restliche Ausrüstung komplett hatten und nur das Kanu und die Paddel benötigten. Auf dieser Tour gibt es zahlreiche Campingplätze, die auch nicht vorher gebucht werden müssen, sodass man die Tagesetappen frei gestalten kann. Montag, 21. September. Am ersten Tag geht es für uns vom Lappinsee über den großen und den kleinen Kotzower See in den Granzower Möschen, wo wir bei der Ortschaft Granzow eine kleine Pause einlegen. Pause geht es weiter auf dem Mirower See, den wir im Süden kurz hinter Miro dann auf der Müritz-Havel-Wasserstraße verlassen. Danach folgt der Zotzensee, an dem wir unseren ersten Tag auf einem wirklich schönen Campingplatz, dem Naturcampingplatz C42, beenden. Auch hierzu findet ihr einen Link unten in der Videobeschreibung. Dienstag, 22. September. Am zweiten Tag geht es zunächst in den Mössensee und dem Filzsee, den wir aber direkt im Südosten durch die Oberbeck verlassen. Kurz danach gelangen wir zur Fleter Mühle, an der eine kurze Umtragung von ca. 50-60 Metern ansteht. Doch zunächst bietet sich hier natürlich eine Pause an und wir gönnen uns ein kühles, natürlich alkoholfreies Hefeweizen. Danach leihen wir uns am gegenüberliegenden Kanuverleih Pack und Paddel einen Kanuwagen für die Umtragung. So brauchen wir unser Kanu nicht entladen und wieder beladen. Ab hier gilt jetzt keine Motorboote. Somit wird es ruhiger und wir paddeln gemütlich über den recht großen Retzsee, den wir rechtzeitig vor einem Campingplatz verlassen und in die Drosedower Beek fahren. Diesen Abschnitt fanden wir wirklich sehr schön und absolut sehenswert.
Es folgt der Gobeneau-See und nach einem kurzen Verbindungskanal schließlich der Klenzsee, den wir in östliche Richtung durchfahren und gelangen so schließlich zum Kanuhof Wustrow, an dem wir unser zweites Nachtlager aufschlagen. Mittwoch, 23. September. Nach einem Frühstück mit frischen Brötchen, die wir uns im Dorf bestellt hatten, tragen wir unser Kanu hier erneut um. Für die ca. 300 Meter leihen wir uns direkt am Kanuhof einen Kanuwagen. Damit gelangen wir dann in den Plättlinsee, den wir bis zum Ende durchfahren. Am Nordufer fahren wir dann in die Schwanhavel ein. Ist es häufig so flach, dass wir aussteigen und treideln müssen. Für meine Schwester und ihren gebrochenen Fuß gar nicht so einfach. Am Ende der wirklich tollen und schmalen Schwanhavel fahren wir dann in die hier begradigte Havel ein und halten uns links. Über die Schleuse Wesenberg fahren wir dann auf den Woblitzsee, bis wir diesen dann wieder über die Havel verlassen. Der folgende große Labusee ist schnell durchfahren. Hier erwartet uns wieder eine Schleuse, die aber aufgrund des Wasserstandes geschlossen ist. Also heißt es wieder einmal umtragen, wobei hier das Umtragen mit einer Art Lore möglich ist. Am Anfang des folgenden Userriner Sees finden wir den Campingplatz Userriner Mühle, auf dem wir unsere letzte Nacht verbringen wollen. Donnerstag, 24. September, der letzte Tag bricht an und wir paddeln den Userriner See entlang. Dann folgt der kleine Ziertsee, Görtelsee und schließlich der Gätensee. Der Havel nun Richtung Norden folgend, gelangen wir schließlich zur Fischerei Babke, an der unsere Kanutour endet. Hier werden wir nach kurzer Zeit dann vom Team des Paddelpauls abgeholt und zurück zum Ausgangsort gebracht. Unser kurzes Fazit für die Tour. Es ist eine abwechslungsreiche Tour durch Seen und schmale Abschnitte der Havel. Besonders die Schwanhavel ist faszinierend und wunderschön. Campingplätze gibt es hier circa alle 2 Paddelstunden und man hat hier die freie Wahl. Im September war keiner davon überfüllt oder laut. Die Betreiber waren alle außerordentlich nett und hilfsbereit.
Lebensmittel gibt es entweder auf den Campingplätzen bzw. auch in der näheren Umgebung. Ebenso finden sich Restaurants abseits der Route. Die Preise für die Übernachtungen liegen mit ca. 15 Euro für zwei Personen im üblichen moderaten Preisrahmen. Einen Nachteil gibt es aber auch. Wildes Camping und Feuermachen ist hier verboten. Allerdings gilt das ja für fast ganz Deutschland. Aber da bin ich eben von Schweden etwas verwöhnt. Hat es euch gefallen? Dann vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Auch über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich wirklich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, euer Michael.